Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Sendung «Erlesen», wo wir probieren, über die Kultur, vielleicht insbesondere über die Literatur oder über das Schreiben in diesem Kanton zu reden. Heute ganz ein besonderer Gast, weil sie direkt aus Berlin angereist ist, Christine Pfammatter, Schriftstellerin, Übersetzerin, aber auch Kolumnistin im WB. Es freut mich sehr, sehr speziell und sehr fest, dass du heute Zeit hast, hier bei uns zum Interview zu kommen. Merci. Christine, vielleicht gerade zum Anfang, ich habe gesagt, aus Berlin angereist als Lakerin in Berlin daheim. Mein Gott, warum geht Berlin? Du stellst schon schwierige Fragen am Anfang. Ja, ich weiß es selber auch nicht mehr. Es ist einfach Zeit vergangen. Ich bin hängen geblieben in Berlin. Und es war ein bisschen ein Zufall gewesen, muss man sagen. Wir sind einfach nach dem Studium auf Frankreich ein Jahr. Und nachher haben wir eine deutsche Stadt gewählt und meine Freunde hat hier jemanden kennt. Ist er eine Wohnung suchen und nachher sind wir zu einfach haben uns hier niedergelassen. Sehr improvisiert, muss man sagen, am Anfang, weil ich fast nichts mitgenommen habe. Aber es sind wir immer noch hängen geblieben. Und Berlin mit der Zeit geht es einem auf die Nerven. Aber es hat wahrscheinlich schöne Seiten wie alles. Und die Frage stellt man sich ja eigentlich mehr, wenn man eben so ist, wo man nicht geboren ist oder daheim ist, sondern wo man freiwillig einfach so ist. Da wird einem immer wieder noch mehr die Frage gestellt, ja, warum, was machst du eigentlich hier? Das ist eigentlich nur, jeden Tag zumal fragt man sich, ja, was mache ich eigentlich hier? Wir können heute auch darüber reden, ja. Das ist kein Problem. Christine, nach dem Studium bist du eigentlich Philosophin, Germanistin, Kunsthistorikerin. Wenn du jetzt eins von diesen drei auf die Visitenkarte müsstest schreiben, welches Name ist? Ja, ich schreibe die viele alle drauf auf die Visitenkarte. Aber nein, ich nehme die lieber Kunsthistorikerin, weil das ist schon das, was ich gerne mache und zur Zeit auch mache, teilweise mit den Künstlern, aktuellen Künstlern, die ich besuche und darüber schreibe. Und mit einer Galerie zusammenarbeite. Und es ist sehr interessant, immer Kunstausstellungen zu besuchen. Viel mehr als Lesungen. Da besuche ich Ausstellungen, Museen. Und es macht mir einfach Freude, über Kunst zu schreiben, weil man muss sich immer mit einem ganz neuen System auseinandersetzen, jedes Mal. Und das ist spannend. Wenn du sagst, darüber etwas schreiben, kommen wir auf deine schriftstellerische Tätigkeit zu reden. Du hast schon eins oder das andere Buch geschrieben. Ich muss gerade ablesen, ich weiss aber «Zu viel Sonne», «Andere Namen» und «Schnee im März» habe ich vorgesehen, aber es ist nicht der März. Mal, es ist der März, nicht der Mai. Genau. Meistens sind das Bücherpublikationen, die du fühlst mit Kurzgeschichten, mit Essays. Warum gerade diese Form? Ja, das hat sich so natürlich ergeben. Es ist einfach ein bisschen ein natürlicher Rhythmus, der sich bei mir entwickelt hat. Mit kurzen Texten anfangen, ich finde es einfach auch spannender, weil man mehr hat, verschiedene Themen angehen oder dringliche Sachen gerade verarbeiten auf ein, zwei Seiten. Und ein langer Text, ein langer Roman, das braucht auch sehr viel Planung und Ausdauer. Und man muss auch sehr überzeugt sein von sich selber, weil man irgendwie das durchhalten muss und das Gefühl hat, ja, es ist immer noch interessant, auch nach 30, 40 Seiten. Hingegen bei der Kursgeschichte kann man schön das komprimieren und das auf den Punkt bringen und dann kann man auch schön an der Sprache ein bisschen arbeiten und einzeln noch setzen, dass das richtig ist und so. Mhm. Das gefällt mir eigentlich. Wenn ich in Wikipedia nachgelesen habe, was so ein Essay eigentlich macht, finde ich eine interessante Aussage. Ein Essay ist eine geistreiche Abhandlung, in der wissenschaftliche, kulturelle oder gesellschaftliche Phänomene betrachtet werden. Im Mittelpunkt steht die persönliche Auseinandersetzung des Autors mit dem jeweiligen Thema. Christine, sind denn deine Essays tatsächlich deine persönlichen Sachen drin, deine existenziellen Fragen, deine Fragen vielleicht auch nach dem Sinn vom Leben?
Ja, der Sinn des Lebens vielleicht nicht unbedingt, aber es ist schon so, dass im Essay einfach dass das eine radikal persönliche Sichtweise ist vom Autor, von der Autorin, und dass das eine offene Form ist, wo man einfach alles abhandeln kann, was man will, was einen gerade zur Zeit beschäftigt und was vielleicht auch so ein bisschen in der Luft liegt. Ich habe in meinem Buch jetzt auch es ist ein bestimmter Zeitraum, über 3 Jahre vielleicht, was da so gegangen ist und so verarbeitet. Und es ist sicher eine schöne Form, weil es eben eine offene Form ist, wo man auch mal ein bisschen politisch sein kann, nachher wieder persönlich, nachher wieder mehr erzählerisch. Es ist einfach eine schöne, freie Form, genau. Mhm. Reden wir über das neue Buch. Permanent Tourist, eine Nomadin zwischen Berlin und Leuk. Das Buch von dem Satz, haben Sie Ihre Heimat eigentlich nie vermisst? Könntest du selber die Frage einfach mit Ja oder Nein beantworten? Schwierig. Darum habe ich auch mehrfach im Buch aufgenommen. Weil ich habe das Gefühl, eine Heimat in dem Sinne, so kann man nicht vermissen. Aber einen bestimmten Ort schon. Oder bestimmte Menschen, die man kennt, bestimmte Leute, die man gerne hat, eine Aussicht, die man gerne hat, einen Berg, den man gerne hat, oder einen Fluss. Aber die Heimat ist für mich etwas Abstraktes. Okay. Und darum habe ich, also ich habe euch, die Nomadin ist ja, vielleicht gerade noch auf das sprechen gekommen, ist ja etwas, was Wallis früher, es sind ja viele Nomaden, sind heute hat sich das einfach so ein bisschen ausgewittet. Du bewegst dich in der Horizontale und früher ist es vielleicht eher vertikal. Genau, Obstchenitschi, genau. Reden wir gerade über das Buch. Vielleicht kannst du kurz sagen, um was geht es da eigentlich in diesem Taschenbuch, mhm. Permanent Tourist? Also es ist eben, wie wir gesagt haben, ein Essay, das sehr persönlich über mein Wallis berichtet. Über meine Erlebnisse im Wallis. Aber ich habe es auf einer Seite persönlich gemacht, mit familiären Sachen oder Psyche, die ich gemacht habe. Aber andererseits ist es auch sehr allgemein. Darum ist auch der Titel Permanent Tourist. Tourist ist ja so etwas Allgemeines. Also jeder ist ein Tourist irgendwo. Und es hat einfach auch viele Sachen, die eigentlich für alle gehen. Und wo auch für die Besucher, die das Wallis nicht so gut kennen, wo so ein bisschen Informationen sind von Orten, viele verschiedene Orte kommen vor vom Wallis. Und wo so ein bisschen halt die Sicht von der Walliserin mal auf ihre eigene Welt und nicht immer nur von Auswärtigen auf das Wallis. Und trotzdem hast du in einem Interview 2014 das Wallis sehr plakativ so beschrieben. Das Wallis ist ein eigener Kontinent mit Wüstenwinden und Gletscherluft. Statt Niederschlag messen wir hier Gegensätze. Und statt Worte zu verlieren, vertrauen wir der körperlichen Wärme. Sehr interessant. Ist das ein Satz von Usina? Ist das eine Betrachtung, die man von Berlin macht? Ist das eine Betrachtung, weil man in einer Großstadt vielleicht sehr anonym ist und ganz einen anderen Blick hat auf den Kanton und die Leute, die hier wohnen? Ja, also da ist mir jetzt auch mehr so um die Sprachliche gegangen. Weil ich habe den Eindruck, in Deutschland geht viel mehr über das Verbale, über die Sprache. Also man tut viel mehr Gedanken oder Gefühle oder so und im Wallis. Vielleicht ist es eine sprachliche Sache vom Dialekt, weil das anders strukturiert ist. Es geht viel mehr auf die nonverbale Art und Weise, wird etwas weitergegeben oder man versteht sich auch anders, nicht unbedingt nur über die Sprache. Also über den Körper oder über reine, weil man etwas kennt. Ist das auch eine Aufforderung, dass wir es verbessern können oder dass wir vielleicht anders machen könnten? Ja, man kann immer alles verbessern. Aber es ist einfach interessante Unterschiede, finde ich.
Und das stimmt, wenn man so ein bisschen außerhalb lebt, sieht man die Unterschiede noch mehr vielleicht. Oder ein bisschen anders. Vor allem die Sachen, die man vorher nicht gesehen hat. Und ich finde noch, die Walliser machen das schon recht. Sehr gut. Christine, ab und zu sehen wir dich, lesen von dir oder kehren wir dich im Walliser Boot unter uns, zum Beispiel als Kolumnistin. Erläutert mir die Frage, nachdem dass wir die Bücher zusammen fertig haben, was steht nachher auf dem Programm? Ja, ich schreibe jetzt ein bisschen weiter, ein bisschen an Kurzgeschichten. Eigentlich ist ja mit Autorinnen und Autoren immer so, dass man eigentlich nur der Schriftsteller ist oder Schriftstellerin, wenn man etwas schreibt. Und wenn das geschrieben ist, ist man es eigentlich schon immer. Und dann muss man immer wieder neu anfangen und probieren und etwas machen. Und jetzt kommen dann noch gerade zwei Publikationen über Kunst, eine und eine mit französisch und deutschsprachigen Texten von Walliser Autoren, so eine Anthologie, wo ich auch drin bin. Und auf Französisch auch übersetzt bin. Mhm. Also immer wieder etwas. Wir zwei haben zusammen das Taschenbuch gemacht in einer Rotten-Edition, wo ich sehr froh bin, dass er die Walliser Autorinnen und Autoren da ein bisschen binden und animieren, da etwas zu schreiben. Vielleicht als letzte Frage, Christine. Das Buch wird bald einmal erscheinen. Zumindest wird es ganz sicher im November in der Bergbuchbrick ganz speziell vorgestellt, wo wir alle froh sind. Christine, vielleicht als Letztes, welches ist denn eigentlich wirklich das Zielpublikum? Wer soll das Buch lesen? Alle sollen das Buch lesen. Hoffentlich so viel, wie es geht. Natürlich wünscht man sich Leser. Aber es ist, manchmal ist der Weg von so einem Buch ist ein Geheimnis. Es ist geheimnisvoll. Es findet zu Leuten, die man nie gedacht hätte, dass ein Buch dahin findet und kann gelesen werden von allen. Es ist eigentlich ein sehr demokratisches Mittel, ein günstiges, demokratisches Element. Oder wie soll man dem sagen? Sicher, ein nachhaltiges. Ein nachhaltiges, genau. Ja. Und man weiß nicht, es ist geheimnisvoll, wer alles das Buch findet und viele aufschlägt. Und hoffentlich ist für alle etwas drin. Gut, wir sind leider wie immer relativ zügig am Schluss. Ich danke dir sehr für das Gespräch, aber natürlich auch für die Zusammenarbeit, die wir zwei so wie bis jetzt haben und hoffentlich noch weiter haben. Merci vielmals, Christine. Merci dir, Rico. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich glaube, eine ganz spannende Sache, mit der Christine da zu reden, und das Buch «Permanent Tourist» wird in der nächsten Zeit erscheinen. Schaut doch auf unsere Webseite oder spätestens an der Bergbuchbrick im November, wo ihr das könnt und euch selber überzeugen, wie gut das ist. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.